Nachdem wir jetzt im Moment ja im Zeitalter der Energiewende leben, ist es sehr wichtig, dass jedes neue Projekt auf jeden Fall zukunftstauglich ist, sprich mit klimafreundlicher Technik, mit klimafreundlicher, nachhaltigen Materialien errichtet wird. Hier in diesem Projekt ist das gelungen. Hier hat man ein Gebäude mit sehr viel Holz, mit sehr viel Massivholz und auch mit einer ausgefeilten Technik, sprich Heizen mit einer Wärmepumpe, Raumkühlung auch mit der Wärmepumpe und das in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage, die da sehr, sehr gut harmonieren und kombinieren. Und daher, solche Projekte wie dieses sollten passieren, sollten geschehen und das schauen wir uns heute an. Seit November 2020 arbeitet Agnes Wölfle mit 10 selbstständigen Therapeutinnen und Therapeuten aus unterschiedlichsten Bereichen hier im Bewegungsfeld. Ihr Ziel war es, in Faistenau einen Ort der Bewegung und Begegnung zu schaffen. Und das war mir einfach wichtig, dass die Leute das auch in der Nähe haben. Also dass das nicht weit zum Fahren ist und es ist gerade bei uns im Land oft ein bisschen schwierig, dass man ein Taxi hat nach Salzburg oder hinkommt. Und darum war es mir wichtig, dass wir da viel anbieten können. Schon beim Hineingehen in die Praxis bemerkt man, hier spielt das Thema Nachhaltigkeit eine ganz zentrale Rolle. Wir fühlen uns einfach selber wohl, wenn es naturbelassen ist, wenn viel Holz ist, mit viel Licht und Glas, dass man einfach auch den Weitblick, den Ausblick hat. Das ist jetzt ein Muster, wie die Wände aufgebaut sind. Das sieht man da ganz gut. Die sind ineinander verzahnt und mit diesen Holzkeile verbunden. Und da sieht man wieder die Fuge, die man jetzt außen da zum Beispiel sieht. Ja, es ist beeindruckend, was man mit, sag ich mal, so einer einfachen Konstruktion dann für Festigkeit schafft, nicht? Ja. Und für eine thermische Qualität auch. Und es ist auch überall darauf geachtet worden, dass die Äste zum Beispiel, die man in den Bäumen hat, dass der Baum so hingestellt worden ist, wie er gewachsen ist. Mhm. Geheizt, aber auch im Sommer gekühlt wird das gesamte Gebäude mittels Luftwärmepumpe. Am Dach befindet sich eine Photovoltaikanlage mit 17 Kilowatt Peak Leistung, welche im Sommer den ganzen Strombedarf des Gebäudes deckt. Also im Vergleich zur alten Praxis merkt man jetzt natürlich die PV-Anlage, die Einsparungen merkt man an der Stromrechnung, dass das da sehr gut funktioniert. Sommerlicher Überwärmung wird mittels außenliegender Beschattung vorgebeugt. Das Thema Barrierefreiheit zieht sich durch das gesamte Gebäude. Bei den 4 Behandlungsräumen wurde besonders auf natürliche Materialien geachtet, sodass sich die Patienten auch rundum wohlfühlen. Ich glaube, das hat enorme Auswirkungen. Also man hört es ja öfter, dass Leute Allergien entwickeln, nicht mehr gut schlafen können. Und darum war mir das sehr wichtig, dass da keine giftigen Stoffe verwendet werden, dass der Boden nicht lackiert wird, dass die Wände nicht zugekleistert werden. Ja, wir wollten das einfach so natürlich wie möglich haben. Aus nachhaltigen und natürlichen Materialien mit Luftwärmepumpe und Photovoltaikanlage. Das Therapiezentrum Bewegungsfeld in Faistenau ist damit ein echter Worldchanger-Betrieb.